Hallo ihr Lieben, herbstlicher als diese Pumpkin Spice Cookies können Cookies wirklich nicht schmecken. Sie sind wirklich so unglaublich lecker, probiert sie unbedingt mal aus. Ihr braucht 360 Gramm Mehl, Typ 405, 1 Teelöffel Natron, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Vanillepaste, 1/2 Teelöffel Salz, 200 Gramm braunen Zucker, 2 Teelöffel gemahlenen Zimt, eine Messerspitze gemahlene Muskatnuss, 1 Teelöffel Ingwerpulver, eine Messerspitze gemahlene Nelke, 220 Gramm weiche Butter, 2 Eier der Größe M und 250 Gramm gegarten und fein pürierten Kürbis. Außerdem braucht ihr später noch Zimtzucker, weiße Kuvertüre und Walnusshälften. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes werden schon mal Mehl, Salz, Natron, Backpulver und die Gewürze vermischt und zur Seite gestellt. Die weiche Butter wird mit dem Zucker und der Vanillepaste cremig gerührt und im Anschluss die Eier und das Kürbispüree dazugegeben. Wenn sich dann alles gut verbunden hat, wird noch die Mehlmischung untergearbeitet. Mithilfe eines Eisportionierers oder 2 Esslöffeln wird der Cookie-Teig zu Kugeln geformt und dann noch im Zimtzucker gewälzt. Mit Abstand werden die Cookies dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gesetzt und leicht flach gedrückt. Bei 170 Grad Ober-Unterhitze werden sie dann 12 bis 15 Minuten gebacken. Nach dem Backen sollten die Cookies dann erstmal gut abkühlen. Wenn es soweit ist, können sie noch mit weißer Kuvertüre und Walnusshälften dekoriert werden. Und dann sind die Cookies auch schon fertig und können serviert werden. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben! Übrigens schmecken diese Cookies fast schon wie kleine Küchlein, weil sie einfach super soft sind. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.